Hallo meine Freunde und willkommen zurück bei Let's Play Wizen. So, in der letzten Folge waren wir in der Vulkanfestung. Und jetzt werden wir hier mal ein paar Stachelratten etc. schnetzeln. Aua. Oder wir werden geschnetzelt. So. Einmal bitte alles. Da haben wir eine Goldader und Goldmünzen. Spitzhacke, Goldmünzen, Goldader. Alles her damit. Unos, dos, tres. Mehr ist nicht zu holen. 5 Goldbrocken. Da kann man sich auch nicht beschweren. Lieber namenloser Held. Eine Truhe mit auch ein bisschen Zeugs drin. Okay, ich will ja eigentlich nicht zu den Motten darüber, ne? Ah, essen wir mal ein bisschen. Om, yam, yam. Om, yam, yam. Und noch ein Steak hinterher. Und noch ein Steak hinterher. Und noch ein Steak hinterher. So, muss reichen. Grabmotte, hier ist doch gar kein Grab. Tja. Verrecke! Ja. Ja! Verrecke auch! Sehr schön! Sehr, sehr schön! Kraut! Kraut können wir nochmal verkaufen gehen, so fällt mir gerade ein. Da ist noch so eine Panzergrille da hinten. Ich sehe es genau. Aber erstmal holen wir uns das Gold. Bom! Bom! Das hat sich gelohnt. 5 Goldbrocken. Okay. Einmal speichern. Hallo, Panzergrille. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Komm, 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 komm. Put, put, put. Aua. Aua. Ja. Aua! Wir müssten unbedingt mal ein paar neue Waffen besorgen. Jawoll! Aber um neue Waffen zu besorgen, müssten wir erstmal schmieden lernen. Das wird auch das nächste sein, was wir machen. Ein bisschen auf Schmieden gehen. Aua! Komm schon. Ja, komm schon. Boah, geil ausgewichen. So stelle ich mir das vor. Oh, hör doch auf, alles zu blocken. Aua. Ja. 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 Mann. Mann. Mann! Mann! Mann, also mal jetzt ernsthaft! Aha! Aha! So! In die Ecke drängen! Boom! Damit sie noch mehr blockt! So eine Scheiße! Verreck doch! Ja gar nicht. Ein Schlag noch. Jawohl. 140 Erfahrung. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, da hinten sind Gnome. Ich hab's genau gesehen. Da sind Gnome. So, komm her. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Nice. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Kraut. Zu den Gnomen gehen wir jetzt rüber. Aber erstmal schauen wir hier ein bisschen.
Zum Beispiel hier ist nix. Boah, das ist voll der Opferungsaltar. Quank. Okay. Ach nee, das sind gar keine Gnome. Das sind hier. Ihr seid das. Wie heißt ihr nochmal? Seegeier. Los Seegeieros. Shit. Ganz blöde Position. Ah, so ist besser. Nee. Komm schon. Ja. Und einer noch. Füge dich deinem Schicksal. Geht doch. Gut. Waren wir hier nicht schon mal? Eine Heilwurzel, eine Ogerwurzel? Ich glaube nicht. Eine Truhe. Wer sagt's denn? Nice. Direkt beim ersten Mal. Gut. Mana-Wurzel. Sollen wir mal da hinten in die Höhle reingehen? Es reizt mich gerade ein wenig. Oh, Moment. Moment. So. Ja, gehen wir doch mal gucken, was es hier drin so Schönes gibt. Auf jeden Fall läuft da hinten irgendwas. Das scheint so einer dieser Tempel zu sein. Diese Tempelruinen. Oh wei, oh wei, kleiner Rubin. Naja, also dann scheint es da drin ja ordentlich Viecher zu geben. Wir können uns einen Level abholen, kriegen Lernpunkte und gehen mal auf Schmieden. Ist das ein Plan oder ist das ein Plan? Erstmal speichern, was sind denn das? Gnome? Ja, das sind Gnome. Okay. Gnome sind ja kein Problem. Kommt her. Ja, kommt doch. Jetzt nach hier. Nummer eins. Und Nummer zwei. Jut. Jut, jut, jut. Da ist eine Falle, das sehe ich jetzt schon. Und hier auch, das sehe ich jetzt auch schon. Aber kein Schalter zum Aktivieren. Das sehe ich genau. Oh, Bären! Das sehe ich genauso. Und hier ist auch kein Schalter. Okay. Wie stellen wir das jetzt an? Haben wir noch so einen Fliegenzauberspruch? Witz erzählen, Nautilus-Verwandlung, Teleport-Vulkanfestung. Verdammt, haben wir natürlich nicht. Na, dann werden wir hier auch nicht viel reißen können. Das ist blöd. Das ist blöd. Hier ist auch nirgendwo ein Ring, an dem wir ziehen könnten. Hier, das sind diese Stacheln. Ne. Keine Chance, hier irgendwas zu tun. Das wird nicht funktionieren. Okay. Dann gehen wir halt wieder. Immerhin zwei Gnome erledigt. Wollen uns ja nicht beschweren. Das Kraut haben wir übersehen. Was sagt denn eigentlich unser Questlog? Wo bleibt die goldene Lieferung? Inquisitor Mendoza will, dass ich zu Savoyn zum Zwischenlager gehe und ihn nach der Kristallscheibe frage, die dort aufgetaut sein soll. Machen wir das doch mal. Liegt ja quasi auf dem Weg. Wobei wir jetzt gar kein anderes Ziel haben als dahin, ne? Egal. Wizen ist atmosphärisch einfach ein so geiles Spiel.
Da können nur ganz wenige Spiele mithalten. Und dieser Akzent war eine Anspielung. Oh, what the fuck, wie viele Wölfe sind denn da bitte? 1, 2, 3, 4, 5 Stück sehe ich. Au. Ach du Scheiße. Aua. Wuhu. Wie die immer wegfliegen, ey. Boah, der schwarze Wolf hält viel aus. Ich glaube, der ist das Alpha-Tier von dem Rudel hier. Bam. Oh, fuck, nicht getroffen, der letzte. Der, der am meisten Schaden macht, trifft natürlich nicht. Boah, shit. Dieses Flankieren von den Wölfen, das ist so gefährlich. Bam. Ja. Aua. Bam. Shit. Oh, das wird noch richtig knapp. Ah. Okay, jetzt ist kein Problem mehr. Zack. Okay, das war nicht schlecht. Darauf einen Heiltrank. Und noch ein Heiltrank. Alter, ey, gammeln hier einfach mal so 10 Milliarden Wölfe rum. Das ist ja auch keinem erzählen, ne? So, gehen wir das Heilkraut. Da hinten ist noch ein Keiler. Okay, hier gehen wir jetzt gleich hin und räumen. Oder nee, komm, wir räumen jetzt direkt schon mal auf. Aua. Drauf gekegelt. Machen wir das jetzt direkt. Wir brauchen die Erfahrung für ein Level-Up. Unbedingt sogar. Damit wir unsere neue Waffe schmieden können. So. Zack, zack. Hier ist der Hof. Ja, dann gehen wir mal direkt Bescheid sagen. La la la. Wie ist die Lage? Katastrophal. Wir haben hier im Zwischenlager ständig mit Angriffen der Gnome zu kämpfen. Am Anfang war es ja noch ganz witzig, aber langsam werden sie zu einer echten Bedrohung. Diese kleinen Scheusale ziehen mittlerweile mordend und plündernd über die Insel. Da, sieh dir das an. Da sind sie schon wieder. Wo? Ach da. Aua. Stirb, stirb, stirb. Oh, sorry. Jetzt haben wir den Seven da voll kaputt geschlagen. Das wollte ich natürlich. Aua. Nicht. Achtung. Ah, bam, bam. Bam, stirb. Bam. So. Hinterher. Nicht gut ausgehen. Was? Hallo. Leute. Stehen. Chillt mal ein bisschen. Ich habe euch ja nicht extra angegriffen. Ihr Behinderten. Irgendwann kriege ich dich doch. Seid ihr scheiß im Kopf? Ich erwische dich noch.
Okay, du willst uns auf die Schnauze? Dann komm her. Scheiß doch was drauf. Wenn die sich mit uns anlegen wollen, bitteschön.